Zombeck. In dieser Woche trafen Eric Schmidt und Sigmar Gabriel aufeinander in Berlin und Sie waren auch dabei. Ja, Sigmar Gabriel übt ja viel Kritik an Google. Ich glaube, dass es auch einige Dinge gibt, dass es sehr berechtigt in den kartellrechtlichen Fragen. Aber man muss sehr vorsichtig sein, dass die Kritik an Google sich nicht für viele Menschen eher anhört wie eine Kritik an dem Internet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und im Übrigen hätte ich mir das auch sehr gewünscht, wenn man eine Dialogreihe Wirtschaft für morgen veranstaltet, dass man hier auch deutsche Gründer einlädt und nicht als allererstes mit einem amerikanischen anfängt. Und im Plenum, im Bundestag wurde ebenfalls über die digitale Agenda diskutiert. Ja, diese Woche stand schon sehr unter dem Zeichen der digitalen Agenda. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung gesagt, das wäre das zentrale Thema und es sei außerordentlich wichtig, diese Debatte. Und wir haben, glaube ich, eine sehr spannende Debatte geführt, gerade über die Fragen des Datenschutzes. Das hat auch in unserer Fraktionssitzung zu einer ziemlich spannenden Diskussion geführt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man beim Datenschutz nicht immer nur auf Risiken guckt und den Menschen Angst macht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sagen, Datenverarbeitung ist heute ein Mehrwert und das muss man auch als eine Chance, als einen Vorteil erkennen. Viele Menschen installieren eine Menge Apps auf ihren Mobiltelefonen, weil sie Vorteile darin erkennen. Und wir dürfen hier nicht nur so ein Negativklima schaffen letzten Endes. Und das gilt auch für die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die gerade jetzt in diesem Herbst intensiv verhandelt wird. Hier brauchen wir eine Gesetzgebung, die die Chancen von Big Data nutzt und nicht Europa von dem Rest der Innovation oder von dem Rest der Welt in Sachen Innovation abkoppelt. Und es wurde nicht nur über den Datenverkehr gesprochen, sondern auch zur Lkw-Maut. Genau, die Lkw-Maut ist ein Thema, was uns im Verkehrsausschuss sehr beschäftigt. Das ist die größte Einnahmequelle im Verkehrsetat. Wir nehmen jedes Jahr über 4 Milliarden an der Lkw-Maut ein und findet statt auf Grundlage eines Gutachtens. Das ist keine Willkür, das gibt das Europarecht vor. Das finde ich auch richtig. Da die Zinsen gesunken sind, sinken auch die Wiederbeschaffungskosten. Deshalb haben wir jetzt 1.000 weitere Kilometer Bundesstraßen für Lkw bemautet und die Grenze geht runter von 12 schon auf 7,5 Tonner. Und außerdem haben wir auch einen neuen Mautsatz für die Euroklasse 6 eingeführt und zum ersten Mal externe Kosten berücksichtigen. Ich glaube, dass das alles in allem schon mal eine gute Basis ist. Und ein Blick in den Wahlkreis nach Düsseldorf, da diskutiert man über die Personalentscheidung des neuen Oberbürgermeisters. Ja, ich möchte das eigentlich nicht kommentieren, aber ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man frisch ins Amt startet, dass man es auch frisch macht und dass man hier nicht anfängt, irgendwelche Netzwerke aufzubauen. Und letzte Frage, wie geht es dann in den kommenden Wochen jetzt weiter? Ja, jetzt am Wochenende steht die Klausurtagung der Jungen Union an und in der nächsten Woche vor allem der IT-Gipfel der Bundesregierung. Auch hier wird die Bundeskanzlerin sprechen. Dann kommt eine ganze Reihe von Besuchern hier nach Berlin. Darauf freue ich mich schon sehr. Und es gibt auch noch eine Reihe interessanter Veranstaltungen in Düsseldorf. Ich bin zum Beispiel Grußredner oder Festredner bei einer Erinnerungsfeier und das ist eine tolle Sache. Ich freue mich da schon sehr drauf. Vielen Dank.